Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute machen wir ein bisschen Physik und ich erkläre euch aus dem Bereich Mechanik den Unterschied zwischen einer plastischen Verformung und einer elastischen Verformung. Dafür habe ich zwei Sachen mitgebracht. So eine Feder und ein Draht. So, fangen wir an mit der elastischen Verformung. Dafür habe ich hier eine Feder. Und wenn ich an dieser Feder ziehe, dann verformt sie sich. Lässt die Kraft nach, dann geht sie wieder zurück in ihre ursprüngliche Form. Das heißt, bei Krafteinwirkung Verformung, wenn die Kraft weg ist, stellt es die ursprüngliche Form wieder her. So, logisch. Das ist elastische Verformung. Hier habe ich ein Stück Draht und jetzt werde ich hier auch eine Kraft ausüben. So, und ihr seht, das Ding ist gebogen. So, dieses Mal habe ich auch eine Verformung, aber dieses Mal habe ich eine plastische Verformung. Das heißt, die Kraft kommt, die Kraft wirkt ein, die Kraft ist wieder weg, aber die Verformung bleibt. Tja, und das ist alles, was ihr wissen müsst. Das hier, eine plastische Verformung, und das hier ist eine elastische Verformung. Okay, das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.